Willkommen im Signal Iduna Park. Ja, was ist das denn heute? Ein finale Schnupperkurs? Eine Generalprobe? Ich glaube das alles nicht. Es ist ein Pflichtspiel, in dem es um nichts mehr geht, aber bei dem es knistert. Ein Blick auf die Mannschaftsaufstellung und eine gütige Fügung hat dafür gesorgt, dass Götze wegen seiner Zerrung erlitten beim Spiel gegen Real Madrid nicht mitspielen muss und die Bayern mit der Bestbesetzung, mit einer ihrer vielen Bestbesetzungen. Und Müller lässt es schon mal schwingen. Die 9. Minute, die Dortmunder kommen über die rechte Seite mit Piszczek und Gündoğan. In der Mitte dann Lewandowski, dann Nuri Sahin, setzt sich durch und dann schießt er. Und dann rettet Manuel Neuer. Wir sehen, wie geschickt Nuri Sahin da den Dante stehen lässt. Und dann kommt der Schuss und dann ist Neuer unten mit der Fußreflexzone. 0:0 weiterhin. Die Dortmunder geben hier den Ton an und da geht es auf der rechten Seite ab mit Błaszczykowski. Kuba im Strafraum, Reus, der schießt. Aber ja, das waren doch 4 oder 5 Meter, ein missglückter Versuch. Aber Dante steht sehr, sehr weit weg von Reus und er hämmert da drauf mit rechts und verpasst das Tor. Ja, was ist das denn? Jetzt greifen die Bayern auch mal an zur Abwechslung. Auf der linken Seite Ribéry dreht sich, gibt dann weiter auf Schweinsteiger auf Robben. Robben dann auf Martinez, 18 Meter vor dem Tor. Und dann Gomez und dann Tor und dann Tor. 18. Minute, das 0:1 für den FC Bayern München. Und da kommt es, das Arriba von Mario Gomez. Wunderschöner Pass des Spaniers Martinez. Genau auf den Fuß von Mario Gomez. Und da stehe ich überhaupt nicht an, in dieser Situation dem Weidenfeller auch nur den Hauch eines Vorwurfes zu machen. Der FC Bayern München führt hier bei Borussia Dortmund mit 1:0. Wollen die Bayern jetzt nachlegen? Ecke von der rechten Seite von Philipp Lahm. Dann der Kopfball von Boateng. Aber der war nicht gut. Und da sinkt er auch ein wenig in sich zusammen. Der Ball streichelt nur sein Haupthaar und rauscht von dort 3-4 Meter neben den Kasten von Weidenfeller. Die Dortmunder Borussia nähert sich mit feinem Kurzpassspiel dem gegnerischen 16-Meter-Raum. Da ist Gündoğan, dann ist Lewandowski, dann nochmal Gündoğan und da schießt er ein Tor! 24. Minute, da rast er zur Eckfahne, der Ilkay Gündoğan. Er hat den Ausgleich erzielt und in der Wiederholung sehen wir, dass sein Bewacher Dante in dieser Situation sein Inferno erlebt. Er ist viel zu weit weg. Und da fällt der Ausgleich und die komplette Mannschaft des FC Bayern München, sie ist total verzweifelt. Vielleicht sollte sie sich diese Verzweiflung für den 25. Mai aufheben. Borussia Dortmund jedenfals hat ausgeglichen, es steht 1:1. Ich glaube, die Dortmunder, sie wollen mehr. Ein Wurf durch Kuba, der auf Piszczek, dann nochmal Błaszczykowski, dann wartet Gündoğan am Strafraumeck. In der Mitte Lewandowski, der schießt, abgewehrt, Reus und daneben. Wir sehen in der Wiederholung, dass Martinez nach diesem Schuss von Lewandowski dazwischen geht. Aber Reus mogelt sich noch einmal nach vorne und haut den Ball dann ganz knapp, wie wir hier sehen, neben den Kasten. Borussia Dortmund gibt weiter den Ton an. Im Mittelfeld Błaszczykowski, da wartet Großkreuz am Strafraum und der Hammer drauf. Da haut er mit der Faust auf den Boden. Der Kevin mit die rechte Klebe haut das Ding knapp neben den Kasten. Also von der Treffsicherheit sind beide Mannschaften heute nicht besonders groß. Der FC Bayern jetzt in der 36. Minute noch einmal im Angriff mit Robben. Fein gemacht. Und dann ist Weidenfeller zur Stelle. Da trickst der Robben noch mal den Subotic aus. Aber der rechte Fuß von Weidenfeller verhindert das Führungstor für den FC Bayern München. 5 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit der BVB mit Błaszczykowski, der dann weiter auf Lewandowski. Da wartet Reus und er schießt einen Pfosten. Und nochmal nachgesetzt, Großkreuz.
Und Manuel Neuer hat den Ball. Riesenmöglichkeit für den BVB in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Sehr schöne Ballführung. Und dann mit dem linken Fuß an den Pfosten. Da kommt Großkreuz nochmal nachgelaufen. Sehr, sehr spitzer Winkel. Da kommt er dann fast zu Fall beim Schuss. Und das wird dann fast eine Rückgabe auf Torhüter Manuel Neuer. Es bleibt beim 1:1. Und das ist gleichzeitig der Pausenstand. Es sind nicht mehr viele Spieltage offen. Nur noch wenige Gelegenheiten für euch, hier fette Beute zu machen und geile Preise abzusahnen. Und zwar in unserer Tipprunde auf Facebook.com. EA Sports Fußball. Buschi, der hat schon fertig. Aber Reus, der hat immer noch nicht fertig. Das vermitteln uns jedenfalls seine Lippen. Auch in der zweiten Halbzeit spielen die Dortmunder sehr, sehr souverän. Aber dann mal wieder der FC Bayern München auf der linken Seite mit Ribéry. Dann Gomez, 20 Meter vor dem Tor. Dann kommt Schweinsteiger und der schießt. Aber das ist nicht viel mehr als eine Verlegenheitslösung. Das seht ihr an der Körpersprache des Schützen. Total verzogen, etwa einen Meter geht der Ball über den Kasten. Nach einer knappen Stunde die Bayern mit Thomas Müller auf Robben. Nun schießt doch mal. Das tut er auch. Aber wie? Ah, das war ja schon fast peinlich. Im Gegenzug Borussia Dortmund mit Kuba. Lewandowski wartet, nimmt Volley, aber trifft fast die Eckfahne. Beide Tore sind vernagelt. Wir sind ja schon in der Schlussphase. Schmelzer mit der Ecke auf den Kopf von Hummels. Der trabt mit dem Ball am Fuß nach draußen. Und dann die Flanke und dann Lewandowski. Und auch er macht das Tor nicht. Hübsche Flanke, kein Abseits übrigens. Lewandowski mit dem Hechtkopfball. Und Sie sehen, was er draus gemacht hat. Und er ist stinkesauer. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht versuchen wollen. Jetzt zum Beispiel wieder die Bayern auf der linken Seite mit Ribéry und Schweinsteiger. Der noch einmal zu Ribéry. Dann kommt die Flanke, abgewehrt, 35 Meter vor dem Tor, Luis Gustavo. Und dann Schweinsteiger, der schießt da. Aber auch er trifft das Tor nicht mit dem rechten Fuß. Der Ball geht etwa einen Meter neben dem Kasten von Weidenfeller. Und alle sind sie tiefst verzweifelt an der Spitze. Schweinsteiger. Da bleibt jetzt nicht mehr viel Zeit. Die 86. Minute ist angebrochen. Borussia Dortmund noch einmal auf der rechten Seite mit Blaschikowski. Dann die Flanke wird abgewehrt. Und dann Großkreuz. Volley! Aber auch dieser Ball geht 2 Meter neben den Kasten. Und ich glaube, der Kevin, der ist für Volley einfach nicht geboren. Dortmund ein Tor, der FC Bayern München ein Tor. Das ist der Schlussstand, der Fußballgott. Er wollte es heute einfach nicht zulassen, dass eine dieser beiden Mannschaften als Sieger den Platz verlässt. Und während wir uns hier noch einmal die beiden Tore dieses Spieles angucken, können wir uns schon innerlich vorbereiten auf den 25. Mai. Denn dann gibt es ein Wiedersehen der beiden Mannschaften in Wembley. Tschüss, bis die Tage.